Hallo liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und heute haben wir einen Grund zum Feiern, denn letzte Woche am 10. August wurde mein YouTube-Kanal schon ein Jahr alt. Ich bin bereits ein Jahr dabei und auf der einen Seite fühlt sich so an, als hätte ich erst irgendwie 3 Videos gemacht. Aber auf der anderen Seite fühle ich mich auch, als würde ich das schon seit 10 Jahren tun. Also mega komisch, das Thema Zeit und wie sie vergeht und wie man die so wahrnimmt. Aber ja, da mein Kanal jetzt bereits ein Jahr alt ist und so viele von euch, also über 1800 Personen, zu irgendeinem Zeitpunkt mal dachten, ja, da lasse ich ein Abo da und auf den Knopf gedrückt haben, wollte ich natürlich ja, ein kleines Video machen, in dem ich mich ganz herzlich bei euch bedanke, denn ja, wärt ihr nicht hier, dann hätte ich wahrscheinlich auch das Interesse am Videomachen irgendwann verloren, aber so viele von euch schreiben mir immer liebe Nachrichten oder kommentieren und ja, schreiben mir teilweise sogar Mails und das finde ich wirklich so, so schön, dass ich so den Austausch mit euch habe und dass ihr auch in den Kommentaren miteinander Sachen austauscht. Ja, und dass wir hier einfach so eine kleine Book-Community aufgebaut haben. Deswegen an dieser Stelle mal ein ganz, ganz großes Dankeschön von mir an euch, dass ihr hier seid, dass ihr meine Videos guckt, dass ihr Interesse zeigt. Ja, ich bin einfach so froh, mich letztes Jahr getraut zu haben, endlich einen Booktube-Kanal zu starten, denn sonst wären wir heute alle nicht hier und ich bin super froh, dass wir heute alle hier sind und ja, über Bücher reden können und uns gegenseitig Tipps geben können und uns einfach voneinander inspirieren lassen können. Das schätze ich wirklich super, super sehr. Super, super sehr. Ja, deswegen danke euch allen, die hier auf dem Kanal seid und meine Videos schaut. Auch wenn ihr nicht kommentiert, ich mache das bei anderen Videos auch fast nie. Ich finde es trotzdem toll, dass ihr hier seid. Und ja, ich hoffe, dass wir noch ganz lange zusammen hier ja, auf den weiteren Weg gehen können und noch ganz viele tolle Bücher zusammen entdecken werden. Ja, der Herbst steht ja vor der Tür zum Glück und ich habe so viele tolle Ideen für die kommenden 2-3 Monate, was halt so Videos angeht und Bücher, die ich lesen will, die ich ja schon so lange lesen wollte und jetzt für den Herbst, für die Spooky Season endlich lesen will und ich freue mich dann so, das Ganze mit euch zu teilen und mit euch über diese Bücher zu reden. Deswegen, ja, ich hoffe, dass in den kommenden Monaten einiges hier los sein wird und dass ihr mit auf die Reise kommt und auch so viel Spaß haben werdet, wie ich hoffe, dass ich daran dann haben werde. Ja, was machen wir sonst noch in dem heutigen Video? Ich habe mir überlegt, dass ich euch ein paar Bücher zeigen möchte, über die ich auf meinem Kanal noch nicht oft oder teilweise auch gar nicht gesprochen habe. Einfach um so ein bisschen in die Vor-Booktube-Zeit einzutauchen und euch ein paar Bücher zeigen zu können, die mich schon, bevor ich auf Booktube kam, begeistert haben, die mich schon lange teilweise begleiten, Bücher, an die ich immer noch sehr oft sehr gerne denke. Ja, deswegen denke ich, das machen wir heute. Ich gebe euch ein paar Buchtipps mit auf den Weg, die wahrscheinlich noch eher unbekannt auf meinem Kanal sind, aber die mir vor meiner Booktube und auch Bookstagram-Zeit teilweise schon sehr am Herzen gelegen haben. Ja, und ich habe da alles ein bisschen dabei, so ein bisschen Historisches, ein bisschen Fantasy. Ja, und mit alles meine ich eigentlich historisch und Fantasy. Also ich habe da nichts mehr auf dem Stapel. Aber ja, Leute, nochmals ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr auf dem Kanal seid und mich supportet. Denn da ihr Interesse zeigt, habe auch ich Interesse daran, weiterzumachen. Und ja, ich genieße es wirklich sehr, hier mit euch zu sein. Ja. Aber jetzt habe ich, glaube ich, genug gelabert. Jetzt zeige ich euch mal ein paar ganz tolle Bücher und auch Buchreihen. Denn das erste, das ich euch zeigen möchte, ist eine Buchreihe. Und das erste Buch in der Reihe habe ich letztes Jahr, ich glaube, das war im Juni gelesen, also so kurz bevor ich mit Booktube angefangen habe. Und ich möchte euch die Reihe jetzt trotzdem nochmal zeigen, auch wenn ich schon mal drüber gesprochen habe, weil die Reihe nämlich vor 3 Wochen endlich komplettiert wurde. Und zwar rede ich von der Zeit der Eismonde-Reihe von Annette E. Schlicht. Ja, über dieses Buch, das habe ich in meinen Jahreshighlights letztes Jahr, glaube ich, erwähnt. Da müsste es auf jeden Fall drin gewesen sein. Also das kennt ihr schon. Den zweiten Teil habe ich euch in meinem Lesemonat Juli oder Juni gezeigt. Und jetzt haben wir der dritte Band, das Dunkle Mal, endlich auch in unseren Händen. Denn die Reihe ist jetzt komplett.
Und deswegen möchte ich euch sie noch mal ein bisschen genauer vorstellen. Und zwar haben wir in der Zeit der Eismonde-Reihe ein High-Fantasy-Setting. Also wir befinden uns in einer anderen Welt. Und ich finde die Bücher so unglaublich atmosphärisch, denn sie spielen im Winter. Also wie es der Titel schon sagt, könnt ihr euch vorstellen, dass ja, die Zeit der Eismonde angebrochen ist. Und das kommt einher mit ganz viel Schnee, ganz viel Kälte, ganz viel Dunkelheit. Und ich persönlich mag dieses winterliche Setting so, so unglaublich gerne. Es ist nicht nur gut für den Winter, wenn ihr halt so ein atmosphärisches Buch lesen möchtet, das zur Jahreszeit passt, sondern auch, es passt in den Sommer, weil wir können uns da mit dem Lesen ein bisschen abkühlen. Ich nehme jetzt mal nur den ersten Band in die Hand, sonst stirbt mein Arm noch. Denn in der Zeit der Eismonde-Reihe geht es um den jungen Owen. Owen lebt in einem kleinen Dorf. Und er lebt da mit seinem Vater, denn seine Mutter, die ist leider nicht mehr da. Und Owen wird, ja, umso länger, umso mehr von Visionen, Tagträumen geplagt. Und er weiß, dass sie nichts Gutes bedeuten können. Denn wenn er sich jemandem offenbaren würde, also wenn er jemandem sagen würde, dass er diese Visionen hat, dann geht er davon aus, dass Schlimmes passieren wird. Und eines Nachts wird Owens Leben unvermittelt gerettet, denn mitten in der Nacht kommt ein zweiter junger Mann namens Hayden zu ihm. Der steht plötzlich in seinem Haus neben seinem Bett und der sagt ihm, hey, du musst jetzt mitkommen, um dich und deinen Vater zu retten. Ja, Owen bleibt nichts anderes übrig. Er begibt sich mit Hayden, ja, völlig ins Blaue hinaus auf eine unbekannte Reise. Und ja, somit treten dann auch wir die große Reise durch Ädland an. Ädland heißt nämlich der Ort, also das Land, in dem wir uns hier befinden. Ja, und da beginnt dann die große Reise mit Hayden und Owen und noch ganz vielen anderen Begleitern, die ich aber jetzt an dieser Stelle noch nicht erwähnen möchte, weil ihr sollt sie selber kennenlernen und ich will euch auch nicht spoilern. Was für mich diese Reihe einfach ganz, ganz toll macht, ist die Freundschaft zwischen den verschiedenen Personen, die wir hier haben. Wir haben aber auch tierische Begleiter in dem Buch. Also Hayden hat einen tierischen Begleiter, der ihm treu ergeben ist und die sich ohne Worte, ohne nichts verstehen können. Und auch Owen wird im Verlauf vom ersten Band ziemlich unerwartet einen tierischen Begleiter bekommen. Und ja, was für einen. Denn der Begleiter, den Owen bekommen wird, ist nicht ein Tier, von dem man erwarten würde, dass es sich mit Menschen abgibt. Was natürlich umso schöner ist, dass Owen dann so eine Freundschaft aufbauen kann zu einem, ja, eher bösartigen Tier. Ich finde die Reihe wirklich toll, so atmosphärisch, und Annette hat einfach die ganzen Landschaften und das Klima und die Wälder und die Kälte, das ist alles so schön und eindrücklich beschrieben, dass man wirklich das Gefühl hat, man sitzt da in der kalten Ecke im Schnee, ja, und wartet auf den nächsten Sturm. Also ja, finde ich, Annette hat das ganz, ganz fantastisch geschrieben. Umso schöner finde ich es, oder noch umso beeindruckender finde ich, dass die Zeit der Eismonde, der erste Band hier, auch das erste Buch war, das Annette jemals fertig geschrieben hat. Also es war ihr Debütroman und er ist fantastisch. Er ist wirklich fantastisch. Den zweiten Teil, den habe ich ja dieses Jahr gelesen, den fand ich auch super, super gut. Die Reise ist in so eine spannende Richtung weitergegangen, die ich es nicht erwartet hätte, denn einige unserer Charaktere, die müssen sich trennen und irgendwie habe ich da so mega gebangt, dass sie sich dann hoffentlich irgendwann mal wieder sehen werden. Ja, und die Reise geht dann im letzten Band noch ein weiteres Mal weiter und ich habe ihn noch nicht gelesen, weil ich ihn erst gerade erhalten habe. Aber soweit ich weiß, kommt da nochmal einiges Unerwartetes auf uns zu. Und ja, ich möchte mich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich auch bei Annette bedanken, die mir alle drei Bücher als Leseexemplare und auch im Zuge von Zusammenarbeiten für Instagram hat zukommen lassen. Ich bin wirklich super froh, dass ich diese Reihe kennenlernen durfte und dass ich auch Annette kennenlernen durfte. Es ist wirklich eine absolute Herzensreihe von mir geworden. Dann machen wir doch mit den Reihen weiter. Ich habe hier nochmal eine Reihe, die mir so, so sehr am Herzen liegt. Und zwar habe ich hier die Mara und der Feuerbringer Trilogie. Das sind hier auch wieder drei Bände. Die Reihe ist mit drei Bänden auch abgeschlossen. Und ich halte jetzt hier wieder nur den ersten Band hoch, meinem Arm zuliebe. Ja, dies ist eine Jugend-Fantasy-Reihe, die inspiriert von nordischer Mythologie ist, was mich persönlich sehr interessiert. Und zwar geht es hier um die junge Mara Lorbeer. Mara ist, glaube ich, 13, oh nee, 14. Mara ist 14 Jahre alt und sie ist ein ganz normales Mädchen, das aber seit längerem von Visionen
geplagt wird, in denen sie immer ja so mittelalterliche Wikinger-Menschen in die Schlacht ziehen sieht und Feuer und Verderben und Tod und alles Mögliche. Und das Ganze macht ihr natürlich schrecklich Angst, weil sie weiß nicht, woher das kommt. Bis dann eines Tages ein Ast in Maras Leben kommt, also wirklich ein Ast vom Baum halt. Und der Ast kann sprechen und er eröffnet Mara dann, dass Mara eine Spaukona ist, also eine Seherin aus der nordischen Mythologie, und dass sie jetzt dafür verantwortlich ist, dass Ragnarök verhindert werden soll. Ja, Mara ist dann natürlich ganz schön baff, weil sie weiß nichts über nordische Mythologie, sie weiß nichts über Ragnarök, sie weiß nicht mal, wie man das ausspricht. Und sie sucht sich dann Hilfe, denn sie ist ein schlaues Mädchen. Und an einer Universität in Maras Nähe, da ist tatsächlich ein Professor für nordisch-germanische Mythologie zu finden. Und ja, Mara sucht ihn und die beiden freunden sich an. Und der Professor, der ist einfach nach wie vor einer meiner absolut liebsten Buchcharaktere überhaupt, weil er ist einfach so witzig und ich liebe ihn einfach. Er ist so cool. Ja, und dann mit diesem Professor zusammen gerät Mara immer tiefer in diese nordische Mythologie hinein und Wirklichkeit, also Realität und Mythologie und Vergangenheit, das verwebt sich immer weiter, immer weiter. Und ja, Mara und der Professor, die ja, geraten da wirklich zwischen die Fronten und müssen eigentlich den Weltuntergang verhindern. Die Reihe ist fantastisch, ich will die unbedingt bald wieder lesen, weil wie gesagt, der Professor in der Reihe, er ist einfach mein Held. Und zwar ist er, also er ist ein etwas älterer Mann, also nicht ein alter Mann, ich würde ihn jetzt auf so 40 schätzen, keine Ahnung. Und das ist schon irgendwie ungewohnt, dass so ein junges Teenager-Mädchen und halt so einen Mann mittleren Alters eigentlich die beiden Protagonisten sind, die halt zusammenhalten und zusammen kämpfen müssen. Aber dann auch sein Humor. Er hat einfach den besten Humor überhaupt. Und einfach Mara, so ein kleines, toughes Mädchen und dann halt dieser ältere Professor mit seinem unschlagbar genialen Humor, die beiden kombiniert, gemischt mit nordischer Mythologie. Es ist fantastisch. Es ist wirklich fantastisch. Also die Bücher lassen sich auch ich habe gerade gemerkt, da ist ja eine Unterschrift von Tommy Krabbeis drin. Ich habe mir das Buch nämlich an einer Fantasy-Convention geholt, wo Tommy Krabbeis auch war. Stimmt, das ist ja unterschrieben. ich glaube, ich sagte, dass das Buch sich schnell liest. Ist auch verständlich, weil es ist ein Jugendbuch. Aber Leute, wenn ihr mal eine schöne, unterhaltsame, auch geschichtlich inspirierte Lektüre wollt, dann greift einfach mal zu Mara. Mara ist wie gesagt eine dreiteilige Reihe und sie ist fantastisch und ich finde, dass viel zu wenig Leute über diese Reihe reden, weil sie ist so gut und ich liebe den Professor. Ja, genau, also wenn ihr mal was über Mythologie wollt, lest Mara. Tut euch den Gefallen und lest diese Reihe. So, dann habe ich noch ein Einzelbuch, das eigentlich sozusagen ein biografischer, historischer Roman ist. Und zwar habe ich hier Das Lied der Arve von Edda Sigrun Zorn. Zu diesem Buch gibt es eine ganz schöne Geschichte, denn ich kannte das Buch überhaupt nicht und ich arbeite ja in einer Buchhandlung und da kam mal ein Kunde herein und der wollte wissen, ob wir dieses Buch gerade am Lager haben. Ich habe das dann nachgeschaut und leider verneint und ja, er wollte es dann bestellen und ich habe das Buch dann für ihn bestellt und er fragte mich dann, kennen Sie dieses Buch denn vielleicht? Und ich so, ja, nie. Dann hat er gesagt, wissen Sie, das ist so ein schönes, schönes Buch. Ich verschenke das jetzt schon zum, keine Ahnung, 20. Mal. Also falls Sie mal Zeit und Lust haben, schauen Sie sich doch dieses Buch mal ein bisschen genauer an. Und einfach die Art, wie der Herr das gesagt hat, habe ich dann wirklich neugierig gemacht. Und ohne den Klappentext zu lesen, ohne gar nichts, habe ich mir das Buch für mich auch bestellt und habe es dann gelesen. Und ich war wirklich ganz, ganz, ganz schwer beeindruckt von diesem Buch. Das Buch ist an sich nicht alt. Ich muss gerade mal gucken, wann das zum ersten Mal erschienen ist. 2004. Also kein Klassiker in dem Sinne, aber dieses Buch liest sich wie ein Buch aus dem 19. Jahrhundert. Und ich persönlich liebe Bücher von damals. Und das Buch hat einfach so die Vibes und die Erzählart und einfach so den Ton von einem Klassiker, dass mir das Buch unglaublich gut gefallen hat, schon von der Schriftart und von der Erzählart her. Aber die Story an sich, es geht hier nämlich um
Ambrosius Bartholomäus Schneehauser, und er ist eigentlich der begnadetste Geigenbauer seiner Zeit. Und ich glaube, er ist, wann ist denn er geboren? Ja, ich glaube, spätes 19. Jahrhundert, steht jetzt hier keine Jahreszahl. Aber auf jeden Fall war er zur Zeit vom Ersten Weltkrieg schon ein erwachsener Mann, wenn ich mich richtig erinnere. Und das Buch begleitet ihn, wie er in einem Bergdorf aufwächst, sein Interesse an der Musik und an Instrumenten findet, wie er dann zum Geigenbauer in die Schule geht, rund um Europa reist, um in diversen Werkstätten Geigen zu bauen, und bis er schließlich wieder zurück in sein Heimatdorf findet. Ja, klingt an sich nicht unbedingt extrem speziell. Aber Leute, das Buch ist so schön. Es ist nicht unglaublich dick, aber es braucht trotzdem seine Zeit, bis man es gelesen hat. Aber wenn ihr mal ein Buch lesen möchtet, in das ihr euch so richtig hineinfallen könnt, in dem ihr euch so richtig verlieren könnt und eine Person durch ihren Lebensweg begleiten könnt, dann kann ich euch dieses Buch sehr ans Herz legen. Ich glaube, es ist relativ unbekannt, aber dieses Buch ist absolut fantastisch und es konnte mich unglaublich begeistern, dass es bis heute eins meiner Lieblingsbücher ist. Und ich habe es, glaube ich, vor etwa drei, vier Jahren gelesen, und ich denke immer noch so oft an dieses Buch, und ich werde es definitiv irgendwann auch wieder lesen. Es ist einfach wirklich wunderschön. Und dann habe ich noch ein letztes Buch, damit das Video jetzt auch nicht allzu lange wird. Und ich glaube, dieses Buch ist das mich damals vor 7 Jahren ungefähr auch so wirklich zum Lesen gebracht hat. Also ich habe schon immer gerne gelesen, aber ich habe auch in meiner Kindheit und Jugend nicht jetzt irgendwie 30 Bücher im Jahr gelesen, vielleicht irgendwie so 4, 5. Also ich habe Bücher schon immer geliebt und ich habe auch immer gern gelesen, habe aber oft immer die gleichen Bücher wieder gelesen, weil ich als Kind nicht Zugang zu vielen Büchern hatte. Aber als ich so um die 20 war, habe ich mich so begonnen, richtig für Bücher zu interessieren, weil damals auch so das ganze Bookstagram-Ding aufgekommen ist. Und eines der Bücher aus dieser Anfangslesezeit war für mich das hier, und zwar von Pamela Hartshorn, Das ferne Echo der Zeit. Ich hatte mir das damals gekauft, weil ich das Cover so schön fand und weil es ein Mängelexemplar war, das irgendwie 4 Franken gekostet hat. Und da dachte ich mir, probier's doch einfach mal. Und das Buch hat 500 Seiten. Es ist nicht extrem dünn, aber ich habe das Buch an einem Tag gelesen, weil ich es nicht weglegen konnte. Ich war so in die Story vertieft und das Buch hat mich so berührt. Und ich glaube, das war auch wirklich das erste Buch, das ich so verschlungen habe innerhalb von wenigen Stunden. Und deswegen habe ich ja irgendwie einfach so einen ganz besonderen Bezug zu diesem Buch. Ja, und deswegen wollte ich es euch jetzt endlich auch mal ein bisschen genauer zeigen. Ich glaube zwar, dass es das Buch momentan nur als E-Book zu kaufen gibt. Also falls es euch interessiert, dann recherchiert da vielleicht mal ein bisschen. Aber ich kann euch dieses Buch auf jeden Fall ans Herz legen, wenn ihr historische Romane mögt. Denn dieser Roman hier ist eigentlich in 2 Zeitlinien eingeteilt. Zum einen begleiten wir eine Frau, die in der Gegenwart, also in unserer Zeit lebt, und zum anderen begleiten wir, ich weiß nicht, wie man ihren Namen sagt, das wusste ich damals beim Lesen schon, ich heiße sie Hawise, sagen wir jetzt einfach Hawise, okay? Und zwar lebt sie in York, also in England, im Jahre 1577, und sie ist eine Frau von nicht sehr hohem Stand, die in ihrem Leben so einiges durchmachen musste und als junge Frau an einen sehr, sehr viel älteren Mann verheiratet wurde. Und ja, dann geht es um eine Frau, die in der Gegenwart lebt, und sie zieht in ein neues Haus, denn ihre, ich glaube, es war ihre Großtante, ist verstorben und hat ihr Haus in York hinterlassen, in das, wie heißt die andere Protagonistin? Grace. In das Grace jetzt zieht. Und sobald Grace in dieses Haus zieht, hat sie ganz komische Träume. Sie hat immer den Geruch von verfaulten Äpfeln in der Nase, egal wie oft sie die Fenster aufmacht und die Wäsche macht. Sie fühlt sich irgendwie zwar schon wohl in ihrem neuen Haus, aber irgendwas ist da los, dass sie ja so zu Tagträumen und ganz komischen Bildern in ihrem Kopf verleitet. Und ihre Visionen, die werden immer realer, bis Grace dann wirklich die Person
Horweis vor ihrem inneren Auge hat und eigentlich weiß, um welche Person das es geht, um welche Person ihre Tagträume sich drehen. Und die Tagträume, die werden irgendwann so real, dass Grace mitten am Tag einfach umfällt, in den Schlaf fällt und eigentlich Horweises Leben von damals eins zu eins nacherlebt. Und wenn Horweis verletzt wurde oder geschlagen wurde, dann hat Grace tatsächlich auch die Verletzungen und so die blauen Flecken an ihrem eigenen Körper. Auch wenn sie die ganze Zeit in ihrem Haus war und in ihrem Bett geschlafen hat und sich gar nicht verletzen konnte. Und ja, das Ganze wird irgendwann so real und Grace hat dann einen so starken Bezug zu Horweis, zu dem Mädchen von damals, dass sie halt beginnt, so in ihrer Familiengeschichte herumzuwühlen und da einige Dinge aufdeckt, die sehr erschreckend sind. Ja, und das Ganze verwebt dann eigentlich die Schicksale dieser beiden Frauen über die Jahrhunderte weg miteinander. Ja, ich weiß, es gibt sehr viele Bücher in dieser Art. Ich habe nach diesem Buch auch noch einige Bücher dieser Art gelesen. Aber das hier, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es das erste Buch in dieser Art war, aber irgendwie kommt für mich kein Buch, das so zwei verschiedene Zeitlinien miteinander verbindet, an dieses hier ran. Also dieses Buch ist nach wie vor ein absoluter Schatz von mir und ich liebe es einfach so sehr. Deswegen möchte ich es euch jetzt unbedingt mal einmal zeigen, weil das eigentlich das Buch aus meiner frühen, intensiven Lesezeit war. Und ich bin dem Buch immer noch so dankbar, weil ich glaube, es war ein bisschen auch dieses Buch, das mir dann Lust auf mehr Bücher gemacht hat. Ja, genau. Das ferne Echo der Zeiten. Ja, ganz großes Herzensbuch von mir. So, Freunde, ich hoffe, ich habe jetzt nicht 30 Minuten geredet. Ich wollte eigentlich, dass das Video heute kurz und knapp und schön wird. Ja, und wie gesagt, ich wollte euch einfach für mein BookTube-Jubiläum ein paar Titel mit auf den Weg geben, die mir sehr, sehr am Herzen liegen. Wenn euch interessieren würde, was ich so früher, also vor der BookTube-Zeit, gerne gelesen habe, was das so meine Lieblingsbücher oder Top-Bücher aus der Zeit von damals, von früher waren, dann lasst mich doch in den Kommentaren wissen. Ich habe noch ganz viele Bücher mehr, die ich euch, glaube ich, noch gar nie gezeigt habe, über die wir gerne sprechen können. Also lasst mich wissen, ob ihr mehr sehen möchtet. Ich könnte das auf jeden Fall tun. Und dann, ja, schließen wir das Video an dieser Stelle jetzt wieder ab. Ich danke euch nochmal ganz, ganz herzlich fürs Hiersein, fürs Schauen, fürs Kommentieren, fürs einfach, ja, fürs Dasein und Mitmachen. Und ich hoffe, dass wir uns im nächsten Video wieder sehen werden. Und bis dahin, habt eine gute Zeit, liebe Freunde. Bleibt gesund und passt auf euch auf. Und dann sehen wir uns wieder. Tschüss!